Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, geht es heute um dieses Paket. Ich habe gedacht, nach ewig langer Zeit endlich mal wieder ein Haul. Und bevor ich jetzt mit dem Video starte, wollte ich euch einmal kurz sagen, dass ich solche Videos, wo ich Marken direkt nenne, wie hier zum Beispiel die Firma, wo ich bestellt habe oder auch die Produkte, die da drin sind, immer mit Werbung markiere. Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt und könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, aber auch auf Instagram ist es ja momentan sehr streng geworden, dass wenn man jemanden verlinkt schon alleine und dann indirekt Werbung für ihn macht und das nicht markiert, dass man Werbung macht, dann kann man angezeigt werden und das kann richtig teuer werden. Und deswegen werde ich das jetzt hier auf YouTube direkt schon mal mit vorbeugen und dann einfach hier oben irgendwo die Markierung machen beziehungsweise auch unten in die Infobox setzen. Nichtsdestotrotz habe ich mir die ganzen Sachen selber ausgesucht und auch selber bezahlt. Schön wäre es, wenn nicht, aber ja, genau. Deswegen starten wir jetzt zu einem ganz normalen Unboxing. Viel Spaß! So, ich habe seit langer Zeit mal wieder bei Checker bestellt und da sind ganz tolle Sachen drin. Fanny stromert jetzt übrigens irgendwo auf der Terrasse rum, weil die Sonne gerade rausgekommen ist. Das muss Hund von Welt natürlich ausnutzen. Und ich werde euch wie immer auch die Preise mit einblenden, damit ihr seht, was ich bezahlt habe. So. Paket ist auf jeden Fall gut eingepackt und dann nehme ich das mal hier mit runter und werde nach und nach die Sachen rausziehen. Und zuallererst einmal kommt hier so etwas zum Vorschein. Ich habe ein Kissen bestellt und zwar hoffe ich, dass der von der Größe ist ja wahrscheinlich sogar ein bisschen klein, aber es ist nicht schlimm. Und zwar ist das so ein Liegekissen, obwohl das geht eigentlich. Was ich gerne ins Auto legen möchte, der lässt sich gut waschen. Ich habe eigentlich gedacht oder gehofft, er ist ein bisschen dicker. Das ist jetzt von Trixie. Das Kissen in der Größe 77x50. Ich habe gedacht, das reicht aus fürs Auto. Zum Drüberlegen ist es, glaube ich, in Ordnung. Wenn man da noch eine andere Einlage reinpackt, dann passt es. Ich wollte halt auch was Schlichtes haben. Und ja, das hat geklappt, denke ich mal. So, als nächstes, da konnte ich nicht dran vorbeigehen, vor allen Dingen wegen dem Preis. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es gekostet hat, aber wie gesagt, ich blende euch das hier ein. Also ich bin nicht so verrückt wie andere, auf so diese Trends aufzuspringen, aber irgendwie hatte dieser Flamingo was. Ich weiß nicht, der hat so um die 3 Euro oder so gekostet, ist ebenfalls von Trixie. Ja, ist halt einfach ein ganz normales Spielzeug. Und der hat auch ein Feature drin, da drücke ich jetzt nicht drauf, sonst kommt Fanny und klaut mir den gleich. Irgendwie fand ich den ganz niedlich, vor allen Dingen jetzt für den Sommer, vielleicht für Fotos machen oder so. Und für das Geld, was der gekostet hat, hatte ich gedacht, was soll's, nimmst du den halt einfach mit. So, dann habe ich mir als nächstes die Dog Trainer Snacks von, ich weiß nicht welcher Firma, das war wahrscheinlich schon die Firma, geholt. In der das ist ein Mikrotraining-Snacks im Aromasafe Lampur. Das ist die Dose. So sieht das Ganze aus, also Dog Trainers Lampur. Und die Größe soll 0,5 cm sein. Die hatte ich auch schon mal, aber in einer anderen Sorte. Ich glaube, Pferd war das und die waren ein bisschen zu groß. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass das ja verschiedene Größen gibt. Und jetzt habe ich mir mal die Mikro genommen. Die sind hier in so einer richtigen Dose, deswegen mache ich die jetzt mal nicht auf. Es gibt die noch in Rindpute, Lachs und Pferd. Und da ist wirklich nur 100% Lammfleisch in dieser Dose jetzt drin und Gefriervakuum getrocknet. Und sonst gibt es keine Zusatzangaben, weil es keine Zusatzstoffe gibt. Und ist Getreide glutenfrei als BAF-Ergänzung geeignet. Werden wir auf jeden Fall probieren. Ja, dann musste auf jeden Fall wieder was zum Kauen her. Da bestelle ich am liebsten Sehnen und ich habe jetzt von Dog Reform Pferdesehnen bestellt. Also Pferdesehnen hatten wir, glaube ich, so gut wie, doch hatten wir schon, aber die waren, das waren so hellere Sehnen. Also wir benutzen am liebsten Rindernackensehnen und letztens hatten wir auch vom Hirsch, die haben ja auch sehr gut geschmeckt und ich wollte jetzt einfach mal welche vom Pferd mal wieder haben. Das sind einfach nur 100% Pferdesehnen getrocknet. Ich finde die Sehnen nicht ganz so fettig wie andere Kauartikel für den Hund. Da sind jetzt 250 Gramm drin und ja, die werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren.
ich muss ein bisschen kramen. Genau, dann habe ich hier ein Dankeschön noch erhalten. Also die packen da ja immer was rein. Und zwar sind das hier Pansenkekse von, keine Ahnung, Dockreform. Ich glaube, das ist die Eigenmarke von Checker. Da ist drin eine Getreide, Fleisch, tierische Nebenerzeugnisse, also Rinderpansenmehl, 2% Öle, Fette, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse und Zucker. Und ihr könnt euch vorstellen, wo das Ganze hinwandert. Genau, in die Tonne. So, dann habe ich was gekauft. Ich weiß nicht ganz warum. ja, also warum so viel? Waren die anders im Angebot? Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe hier diese Meat Fingers bestellt. Und zwar 5 Stück. Oder gab es die nur im 5 Stück und ich wollte einzeln? Ich kann es euch nicht sagen. Also der pur barfige Snack für zwischendurch, made in Germany. Da ist drin 100% Pferd, Muskelfleisch, Herz, Leber, Magen. Und sonst nichts. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das so eine Wurst ist, die sehr fest ist. Also sie fühlt sich auch sehr fest an. Ich weiß nicht, ob ihr die, wie heißen die, Doctrinies oder so? Ich weiß nicht. Es gibt ja verschiedene solche kleinen Würste und die sind immer sehr, ja, also das ist halt eher Futter als Leckerchen zumindest, was man sich so in die Tasche stecken kann. Und die fühlen sich eigentlich relativ fest an. Und es wäre halt total cool, wenn man halt einfach immer nur so eine Wurst pro Training aufmachen muss und nicht immer so eine komplette hat. Ich nehme ja sonst von Deli Best diese großen Pferdewürste, sage ich mal. Die sind auch total super, aber wenn man so eine große Wurst angefangen hat, muss man die natürlich auch aufbrauchen. Und das dauert bei uns immer so 3 bis 4 Trainingseinheiten. Also wirklich richtige Einheiten auf dem Hundeplatz. Und da wäre das halt eine gute Alternative, wenn die halt wirklich so von der Konsistenz her ähnlich oder gleich sind. Ja, was ich wieder nachbestellen wollte, und da haben ja auch schon viele geschrieben, Mensch, kauf doch einfach ganz normalen Käse. Ich liebe aber diesen Käse von Checkers. Das ist der Dog Cheese Original von Meadowfield oder so. Also so sieht das hier aus. Und der Käse ist so extra abgepackt. Und für Fanny ist Käse das absolute Highlight. Also es gibt nichts, was besser ist als Käse. Und das Problem ist, ich esse keinen Käse. Und mein Freund ist ja nur am Wochenende momentan da. Und dann so ein komplettes Stück Käse anzufangen, das schafft Fanny alleine nicht. Sonst würde sie wahrscheinlich Verstopfung bekommen. Außerdem ist der sehr salzig. Und dieser Käse hier von Checkers, das ist ein extra spezieller Hundekäse, der halt sehr salzarm ist. Und außerdem brauche ich dann wirklich nur so ein Stückchen anfangen und kann mir die auch in die Hosentasche stecken oder ins Auto und habe für den Notfall halt ein super duper Leckerchen. Und deswegen bestelle ich die immer mal wieder nach. Also ich habe auch gerade, glaube ich, noch einen Käse da und deswegen habe ich die jetzt nochmal nachbestellt. Und wenn ich bei Checker bestelle, dann müssen die auf jeden Fall immer mit rein. Also wenn ihr natürlich selber Käse esst, dann nehmt einfach einen ganz normalen Käseleib. Aber wie gesagt, da ich keinen Käse esse, würde das wenig Sinn machen. So, dann habe ich noch was zum Kauen bestellt. Ui, das ist aber richtig groß. Und zwar sind das 500 Gramm Kalbsehnen, auch von Dockreform. Und zwar sehen die so aus. Vom Kalb hatte ich auch, glaube ich, noch nicht ganz so viel. Sie sehen auf jeden Fall so aus, als wären sie nicht so fettig wie die anderen Sachen. Und die sind halt auch nicht so dick, sondern eher ein bisschen länglicher. Die werden wir auch ausprobieren, hatten wir, wie gesagt, auch noch nicht. Aber die werden wir uns auch mal anschauen. Ja, dann ganz cool. Ihr wisst ja, dass ich mit Fanny die Begleithundeprüfung schon gelaufen bin und ich bin auch schon die nächste höhere Prüfung gelaufen, die BGH 1. Und wir arbeiten jetzt gerade auf die BGH 2 auf. Der Unterschied zur normalen Prüfung ist, dass dort einmal ein Voraus stattfinden muss quasi. Also man schickt den Hund auf Kommando vor sich voraus und auf das Kommandoplatz dreht er sich um und legt sich in Blickrichtung einfach hin. Und dann hat man ein Holzstück, also ein Holzbringsel, ein Bringholz, ein Apportierholz quasi, was man dann halt wirft und auf Kommando bringt der Hund es, setzt sich gerade vor ein und muss so lange in der Position ausharren, bis der Hundeführer es halt abnimmt. Unser Bringholz sieht so aus und ihr kennt ja Fanny, ich glaube das hat 600 Gramm oder so und das ist einfach zu schwer für Fanny. Also ich habe das auch halt von einer Freundin bekommen, dass ich das nicht extra kaufen musste und es sieht halt momentan so aus, dass Fanny sich gerade vor mich setzt und dann irgendwie immer zur Seite kippt, weil ich das Gefühl habe, es ist ihr einfach zu schwer. Deswegen habe ich bei Checker geguckt, ob es sowas nicht auch noch für etwas kleinere Hunde gibt und das gibt es und zwar wieder von Trixie. Irgendwie ist es sehr Trixie-lastig heute und das war, nennt sich das ganze Apportierholz und hat ungefähr 250
50 Gramm. Ist auf jeden Fall prüfungskonform und wir werden das Ganze einfach mal ausprobieren, um es Fanny einfach ein bisschen leichter zu machen. Und dann habe ich noch ein Spielzeug mitgebracht und zwar von Pet Sports und zwar nennt sich das Mop Monster. Und ich fand das einfach total lustig und total niedlich und dann noch in meiner Lieblingsfarbe in Grün. Und ich fand diese Puschelchen ganz lustig und es sieht einfach total süß aus und deswegen musste das einfach mal mit, auch wenn Fanny einfach schon genug Spielzeug hat. Die ist übrigens gerade reingekommen, guckt mich da an und will das Mop Monster unbedingt haben, glaube ich, so sieht es zumindest aus. Dann habe ich mich, glaube ich, einmal verkauft. Ich weiß nicht, das werde ich, glaube ich, nochmal zurückschicken müssen. Und zwar habe ich mir einen Kragen für Fanny geholt und schaut euch das mal an, der ist einfach mal viel zu klein. Ich habe gedacht, hier steht drauf 18 bis 40 cm, aber das ist wahrscheinlich hier so, also ich weiß nicht, was das ist, weil das sind doch keine 40 cm, oder? Also ich glaube nicht, dass Fannys Kopf da reinpasst. Fanny hat einen Halsumfang von 37 cm. Deswegen habe ich gedacht, also 40 cm sollten ihr ja passen. Aber irgendwie war das vielleicht die Höhe? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass das Fanny passt. Ja. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Wir schauen aber trotzdem mal, ob es Fanny passt. Und ja, lecken kann sie sich auf jeden Fall damit überall, aber ja, er war auch nicht teuer, also nicht ganz so schlimm. Ihr wird sich bestimmt sonst noch einen Abnehmer finden. Ja, dann habe ich noch was bestellt und zwar so ein bisschen auf Hinblick unseres Urlaubs. Ich habe mich jetzt übrigens entschieden, dieses Jahr, wenn wir im September in Urlaub fahren, werde ich Barf mitnehmen. Also ich werde fertig Barf kaufen, beziehungsweise das habe ich schon gekauft bei dem Hersteller meines Vertrauens und werde dann 3 Pakete mitnehmen. Das reicht für 6 Tage und für 2 Mahlzeiten fehlt mir das dann quasi noch. Also Abfahrt abends und Anreise morgens kriegt sie ja quasi hier. Und da habe ich mich entschieden, ich würde gerne Fisch haben und habe mir mal hier so ein, so ein Fischpaket gekauft quasi. Das ist von Iceland Pet. Salmon Paté, irgendwie so, keine Ahnung. Also es kommt aus Island, hat 100% Lachs drin und das war mir sehr wichtig, wenn ich so eine Futterpack-Dingsbums hole, dann sollte das auch 100% haben. Und ich habe das auch geholt, weil wenn ich jetzt noch ein Paket mitgenommen hätte, dann hätte ich einfach zu viel Zeug und auch das Gefrierfach ist nicht so groß und dann kann ich ein Paket halt einfach so von Fisch mitnehmen und ich denke, das sollte dann passen. Schwupp, da war der Akku leer. So, also ich habe diese wunderhübsche Kette gekauft oder kaufen müssen für Fanny. Ich hoffe, sie passt. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, wie ihr seht. Die ist übrigens auch wieder von Trixi. Und zwar brauche ich die auch für unsere nächste Prüfung. Eigentlich hätte ich die BGH1 schon mit Kette laufen müssen. Der Prüfer hat aber nicht drauf geachtet. Und wenn es mir halt passiert, dass der Nächste halt drauf guckt, dann darf ich ohne Kette halt einfach nicht an der Prüfung teilnehmen. Ich finde es ein bisschen albern, aber es ist halt einfach Vorschrift und dann werde ich das einhalten. Es ist halt auch so eine ganz kleine, mickrige Kette. Ich habe keine Ahnung, ob die Fanny aushält, ob die Fanny passt. Wir werden es auf jeden Fall probieren. Die hat jetzt 40 cm Durchmesser, nennt sich Kettenwürger. Ich werde sie aber nicht als Würger einsetzen. Also man kann sie hier auch quasi so irgendwie durchziehen. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Und dann ist der Hund hier drinne und dann kann man hier hinten die Karabiner in beide einfach einhaken und dann hat man so ein ganz normales Halsband. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und euch dann einfach mal berichten, wie wir damit klargekommen sind. So, dann habe ich mir noch 3 Leckerchen gekauft und zwar das gleiche, nur, also von der gleichen Firma, nur von in einer anderen Geschmacksrichtung quasi. Und zwar von Doc Boilies nennen die sich. Einmal die Sorte Pferd, also Horse und Potato, also Kartoffel. So sehen die aus. Da ist wirklich nur drin Pferdefleisch und Ei-Kartoffelflocken. Dann habe ich das Ganze nochmal in Fischkartoffel. Da ist drin Fischmehl, Vollei und Kartoffelflocken. Sind also relativ große Leckerchen. Und dann einmal in Beef Tripe und Potato, also in Rinderpansen ist das 50% Vollei und Kartoffelflocken. So, ihr Lieben, und das war's gewesen. Das war unser Unboxing. Also begeistert bin ich vor allen Dingen von dem Trichter.
Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ehrlich gesagt. Ja, also wir haben was zum Kauen, wir haben große Leckerchen dabei, wir haben kleine Leckerchen dabei, wir haben Spielzeug. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was mein Freund dazu sagt. Ich kann ja auch mal gucken. Also eigentlich müsste ich jetzt so das Durchmesserchen haben, ja. Und da sieht man schon, also da habe ich irgendwie mich verkauft bei dem Trichter. Also definitiv, aber das ist nicht schlimm. Ich denke, auf dem Hundeplatz finde ich so ein paar Abnehmer dafür. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr davon irgendwas schon kanntet oder was mich interessieren würde, was ich vielleicht mal mit der Kamera testen soll. Und dann hoffe ich, hat euch dieses Unboxing gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.